Wasserpfeife rauchen, noch was trinken und essen. Bisher ging das in allen Shisha-Bars in Berlin. Aus jeder Ecke qualmte der parfümierte Rauch. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Berlins Gesundheitssenatorin Kulach macht ernst und will den Nichtraucherschutz verschärfen. Eben auch in den Shisha-Bars. Heißt, wenn gegessen wird, muss eine Nichtraucherecke her. Wie das Betreiber und Kunden finden, weiß Carsten Zumack. Weißer Rauch steigt auf in Friedrichshain. Seit 2 Jahren ziehen Besucher hier im Café Mora an der Wasserpfeife. Der Tabak frisch zubereitet mit Apfel- oder Minzaroma. Für Shisha-Rauchen gibt es hier bisher keine Einschränkung. Doch das soll sich ändern. Essen dürften sie hier auch künftig nicht servieren oder aber einen Nichtraucherbereich abtrennen. Selbst wenn, haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, den Laden in 2 Hälften zu teilen, also in den vorderen und den hinteren Bereich. Und auch in dem davorigen Laden war das so, dass einfach sozusagen ein riesiger Vorhang in der Mitte gespannt wurde, der halt dann immer geschlossen wurde, wenn es halt gewisse Veranstaltungen gab mit Nichtrauchern oder nicht, wo das ja aber noch nicht das Gesetz war. Mitunter müssen sicher auch Räume umgebaut, neue Wände gezogen werden in vielen Shisha-Bars. Etwa 1000 davon gibt es mittlerweile in Berlin. Für sie alle gilt bisher eine Ausnahmeregelung. Doch daran will der Senat jetzt rütteln mit neuen Regeln. Das sind Regeln, an denen sich die Berliner Restaurants seit 10 Jahren halten. Und wir erwarten jetzt von den Shisha-Restaurants, dass sie genau die gleichen Regeln einhalten wie alle anderen auch. Nicht nur Shisha-Bars müssen sich in Berlin auf eine Gesetzesverschärfung einstellen. So soll beispielsweise auf Spielplätzen oder an Krankenhauseingängen das Rauchen generell verboten werden. Und E-Zigarettenraucher werden künftig wohl genauso behandelt wie ganz normale Raucher. Zum Ärger von Fachhändlern wie hier in der Kreuzberger Oranienstraße. Sie leben ganz gut vom Geschäft mit den Zigaretten 2.0. Deshalb wird hier heute auch verbal Dampf abgelassen. Ich muss ja dagegen sein. Das würde ja schlussendlich dazu führen, dass Umsätze meinetwegen zurückgehen, dass weniger verkauft wird. Und das wäre gerade in Sachen E-Zigarette doch sehr, sehr schade. Ich halte das für einfach wesentlich weniger gefährlich als die normale Tabakzigarette. Ja. Zurück an der Friedrichshainer Shisha-Bar. Schärfere Regeln für Passanten, Geschmackssache. Bisschen ähnlich wie das Rauchen. Es ist auch deutlich besser, wenn man nicht rauchen darf, während die anderen neben einem essen. Das ist einfach was Entspannendes, was man am Nachmittag machen kann. Und warum sollte man es den Leuten nehmen? Das verschärfte Rauchergesetz muss noch durchs Parlament und wird wohl frühestens 2019 in Kraft treten.